Am 2. April ist der internationale Kinderbuchtag. Welche Bedeutung kommt dem Kinderbuch heutzutage zu? Der Kinderbuch hat nach wie vor eine sehr große Bedeutung. Trotz der medialen Präsenz von Internet, von Fernsehen und anderen Medien zeigt sich, dass Lesen einfach eine Kernkompetenz ist, die beherrscht werden muss, damit auch die anderen Medien gut genutzt werden können. Wie hat sich das Kinderbuch in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten denn verändert? Wir stellen nach wie vor fest, dass die Nachfrage bei Kindern und Jugendlichen nach Büchern, nach dem Lesen sehr groß ist. Man merkt dann unterschiedliche Trends. Während es vor einigen Jahren Harry Potter war, ist es momentan mehr Fantasy-Bereich oder gerade aktuell auch Vampirgeschichten, also Twilight und andere Vampirerzählungen. Man merkt dann immer wieder Trends. Was generell sehr wichtig ist, ist, dass die Bücher spannend geschrieben sind. Es muss Action sein, es muss Abenteuer enthalten sein, damit es bei den Kindern und Jugendlichen auch gut ankommt. Von welcher Altersgruppe sprechen wir hier? Also die Kinder- und Jugendbücher werden in der Regel so mit zwei Jahresaltersstufen eingereiht, so ab Erstleser, ab 8, ab 10, ab 12, wobei man da auch sehr große Unterschiede feststellt, je nachdem, wie sehr Jugendliche auch belesen sind, dass man feststellt, manche lesen dann schon Bücher, die eigentlich über dem Alter, das für das Buch konzipiert wurde, angesetzt sind. Und ich denke, da sollte man auch nicht zu strenge Regeln ansetzen, sondern wirklich auf das individuelle Bedürfnis der Kinder eingehen. Hat das Kinderbuch heutzutage eine stärkere pädagogische Bedeutung? Das Kinderbuch hat, denke ich, immer schon eine große Bedeutung gehabt. Mit dieser Kernkompetenz Lesen. Es rückt jetzt wieder mehr in den Mittelpunkt. Gerade mit PISA sieht man, wie wichtig, dass die Fähigkeit des Lesens ist. Das ist einfach eine ganz wesentliche Kernkompetenz, die Bedeutung für das ganze Leben hat. Und nur mit dieser Kernkompetenz auch die anderen Medien wirklich gut genutzt werden können. Inzwischen ist ein Kinderbuch nicht gleich ein Kinderbuch. Es gibt Bücher, die auch auf die Sensormotorik der Kinder eingehen. Sind diese auch sehr beliebt? Ich würde sagen, das hat schon auch eher marginale Bedeutung. Also da ist die Nachfrage jetzt nicht so besonders groß danach.